FSI, German Basic Course, Unit 22, Tape 3, Variation Drill, continued. 5. Glauben Sie, dass es einem Fahrer schwerfiele, ohne Kenntnis der Schilder zu fahren? A. Glauben Sie, dass es ginge, ohne Richtungsanzeiger zu fahren? B. Glauben Sie nicht, dass auch ich meiner Frau das Fahren beibringen könnte? C. Glauben Sie, dass der Tankwart den Wasserstand in der Batterie prüfte? D. Er glaubt nicht, dass die internationalen Verkehrszeichen überall in Europa gelten. E. Glauben Sie nicht, dass sich die Straßenverkehrsordnung leicht lernen ließe? 6. Herr Allen glaubt, dass Schmidts Partei schon einen Posten für ihn vorsehe. A. Herr Becker glaubt, dass Motorradfahrer Handzeichen geben. B. Herr Mayer glaubt, dass der Kanzler heute eine Erklärung abgebe. C. Der Konsul glaubt, dass der Minister sich überhaupt aus der Politik zurückzöge. D. Herr Allen glaubt, dass seine Kollegen ihm seinen Standpunkt vorwürfen. E. Der Bürgermeister sagte, dass Herr Allen zu viel über Politik spräche. 7. Der Minister sagte gestern Abend, er trete für eine Verkürzung der Arbeitszeit ein. A. Der Außenminister erklärte gestern in einem Interview, er reichte kein Rücktrittsgesuch ein. B. Professor Albers sagte in seinem Vortrag, er hielte das auch für möglich. C. Frau Schmidt sagte zu Frau Allen, sie verstünde nichts von der Politik. D. Der Bürgermeister sagte, es kämen bestimmt viele Leute zu seiner Wahlrede. E. Der Berichterstatter sagte, der Bundesminister führe schon nächste Woche nach England. 8. Er rechnete damit, dass Frau Mayer auch nach Berlin mitkäme. A. Er rechnete damit, dass die Zeit auch noch für eine Reise an den Rhein ausreichte. B. Sie rechnete damit, dass er sie gleich am selben Abend anriefe. C. Sagten Sie nicht, dass es zu einer Verkürzung der Arbeitszeit käme? D. Er rechnete nicht damit, dass er ihm so bald wieder schriebe. E.
Er schrieb, dass bald Schwierigkeiten eintreten. Nein. Ich gebe nur Handzeichen, wenn die Richtungsanzeiger nicht funktionierten. Hey. Ich ließ ihn nur herkommen, wenn er in einem Hotel wohnte. Wie? Ich schickte ihr nur dann Geld, wenn sie mich darum bete. Sie. Er schriebe ihr sicher, wenn sie ihm ihre Adresse gäbe. Die. Ich hielte direkt vor ihrem Haus, wenn ich dort ein Wagen stünde. I. Wir kämen mit euch mit, wenn ihr schon nächste Woche führet. Ten. Käme er morgen, holte ich ihn vom Bahnhof ab. Hey. Spräche er nicht so lange, bekämen wir noch den Zug. Wie? Hielten wir diese Zeitung, brächten sie jeden Tag ins Haus. Sie. Riefe er mich rechtzeitig an, nehme ich ihn mit ins Theater. Die. Ließe ich den Wagen an der Ecke stehen, bekäme ich einen Strafzettel. I. Unterbräche er mich nicht so oft, verstünde er das Problem besser. 11. Bekäme ich den internationalen Führerschein, dürfte ich überall in Europa fahren. A. Gelten die internationalen Verkehrszeichen auch in Amerika, fiel es mir nicht schwer, hier zu fahren. B. Sprechen Sie Deutsch, so gefiel es Ihnen hier sicher besser. C. Dächten Sie darüber nach, täten Sie es nicht. D. Griffe ihn die Presse nicht so heftig an, distanzierte er sich nicht von seinem früheren Standpunkt. I. Verstünde er meine Frage, antwortete er nicht so dumm. 12. Kennte ich ihn, bäte ich ihn um eine Zigarette. A. Kennte ich ihn nicht, lese ich seine Bücher nicht. Wie? Wäre ich 10 Jahre jünger, triebe ich noch Sport. Sie. Wäre sie nicht so schön, unterhielte ich mich nicht mit ihr. Die. Stünde es nicht in der Zeitung, glaubte ich es nicht. I. Trüge ich nicht meinen dicken Mantel, fröre ich sicher.
Vocabulary Drill. 1. Anbringen. A. Es wäre besser, wenn Sie Winke anbringen ließen. B. Er ließ die Winker vorige Woche anbringen. C. Hier müssten neue Verkehrsschilder angebracht werden. D. Der Schlosser kann den Spiegel an Ihrem Wagen anbringen. E. Wenn er Blinker gehabt hätte, hätte er die Winker nicht angebracht. 2. Funktionieren. A. Ich habe das Programm nicht sehen können, da mein Fernsehapparat nicht funktionierte. B. Schade, mein Füller funktioniert im Augenblick nicht. C. Eine der Zündkerzen hat nicht richtig funktioniert. D. Die Batterie funktioniert immer noch gut. E. Er sagte, die Lichtmaschine hätte immer funktioniert. 3. Regeln. A. Wo ist der Verkehrspolizist, der hier den Verkehr regeln sollte? B. Das werden wir schon regeln. C. Wer hat die Angelegenheit für Sie geregelt? D. Der Verkehr sollte an dieser Ecke besser geregelt werden. E. Er hat die Sache schlecht geregelt. 4. Gelten. A. Er denkt, sein amerikanischer Führerschein gelte auch in Deutschland. B. Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande. C. Das lasse ich nicht gelten. D. Wenn es gilt, ist er immer da. E. Die Theaterkarten gelten für die Abendvorstellung. 5. Schwerfallen. A. Es fiel mir schwer, Deutschland zu verlassen. B. Frau Schmidt sagte, es fiel ihr schwer, ihre Diät einzuhalten. C. Es ist ihm schwer gefallen, den Artikel zu übersetzen. D. Heute fiel es ihm schwer, beide Konferenzen zu besuchen. E. Fällt es Ihnen schwer, diesen Brief zu schreiben? F.
Es wird Ihnen schwerfallen, das zu versuchen. 6. Beibringen. A. Können Sie mir das Fahren beibringen? B. Er hat mir das Motorradfahren beigebracht. C. Niemand konnte mir das beibringen. D. Das werde ich dir beibringen. E. Herr Schmidt bringt mir das Tennisspielen bei. 7. Erklären. A. Sie müssen mir die Verkehrszeichen erklären. B. Sie erklärte dem Antragsteller, wie er das Formular ausfüllen sollte. C. Wir haben diese Sache ausführlich erklärt. D. Erklären Sie mir, warum Sie zu spät gekommen sind. E. Erklärte sie Ihnen, wie es zu dem Unfall kam? 8. Voraussetzen. A. Solche Kenntnisse werden von der Polizei vorausgesetzt. B. Herr Ehren setzte voraus, dass Fräulein Brutz eine Schreibmaschine hätte. C. Herr Becker sagte mir, die Polizei setzte das bei der Fahrprüfung voraus. D. Das können wir kaum voraussetzen. E. Wir setzten voraus, dass Sie Auto fahren könnten. Nein. Umrechnen. A. In Fahrenheit umgerechnet sind das mehr als 90 Grad. B. Wie rechnen wir das von Atü in Pfund um? C. Das ist zu kompliziert, um es umzurechnen. D. Das Umrechnen ist immer schwierig für Ausländer. E. Wenn man Kilometer in amerikanische Meilen umrechnet, sind 1,6 Kilometer eine Meile. 10. Überall. A. Überall in Europa gelten die internationalen Verkehrszeichen. B. Ich hörte, ich durfte überall in Europa mit diesem Führerschein fahren. C. Das stimmt nicht ganz. Überall ist das nicht der Fall. D. D.
Ich suchte überall im Haus und habe das Merkblatt nicht gefunden. E. Wo sind Sie überall in Europa gewesen? 11. Prüfen. A. Bitte prüfen Sie, ob genug Frostschutz im Kühler ist. B. Ich prüfte nicht nur Öl und Wasserstand, sondern auch die Batterie und die Reifen. C. Herr Allen wollte den Reifendruck prüfen lassen. D. Ich dachte, der Tankwart prüfte alles. E. Die Studenten werden am Ende des Jahres geprüft. F. In Deutschland prüft man bei der Fahrprüfung auch die theoretischen Kenntnisse des Fahrers. End of Unit 22, FSI, German Basic Course.